Also wir sammeln noch was ein, ja? Es gibt auch übrigens eine Schiffbrüchigen. Ja, ich gehe jetzt noch. Oh, hier geht, kann man ja noch mal eins runtergehen. Ja, also es gibt nicht, ich meine Schiffbrüchige, sondern es gibt so kaputte Schiffe, wo Truhen drin sind und auch Treibgut. Da können wir uns auch auffüllen. Haben wir keine Kiste, wo Bananen gelagert werden? Doch, doch. Ja, doch, die müsste eigentlich auch irgendwo da sein. Aber ich habe es nie gefunden in keinem Stockwerk. Die ist ja, glaube ich, in dem mittleren Stockwerk und dann ganz hinten rechts oder so, oder? Ich habe hier auf der Insel noch nichts gesehen, was ich einsammeln kann. Ist dann auch dieses Symbol zum Aufnehmen da, oder wie? Ja. Richtig, entweder steht eine 0 da, weil die Kiste leer ist, oder du steht ein F dafür. Josi, ich habe die Bananen gefunden. Wenn du die Treppe runterkommst, die erste gleich rechts. Hier bei mir sind noch Bananen. Ah, okay, ich habe 2. Ich komme nicht aus. Kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Achso, weil ich habe schon 5 Bananen. Ja, guck, man kann 5 von jedem mitnehmen. Ja. Nee. Kanonenkugeln kannst du mehr. Ja, 10 Stück. Logisch. Ja, das Leichte kannst du halt mehr tragen, hä? Oh, man kann F ganz schnell spammen, also man muss nicht warten. Aber man kann nur 5 Holzbretter tragen, toll. So, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. So, die erste gleich rechts, sagt er. Das sind Kanonenkugeln. Was ist denn die erste gleich rechts? Ich sehe hier eine Stange. Ja, das erste Fass gleich rechts, wenn du die Treppe runterkommst. Ach, das hier. Oh. Ja, weißt du warum? Weil das aussieht, als wäre dort Hähnchenkeule drauf und ich habe das nie mit Bananen assoziiert. Und man muss den Gegenstand in der Hand halten. Das ist viel ein bisschen nervig. Ja. So. So, aber ich gehe trotzdem noch mal schnell auf die Insel, weil da waren noch mehr Bananen. Ich habe 3 Bananen mit. Ich habe, glaube ich, alle Bananen mitgenommen. Sicher? Ich habe jetzt nur 3, glaube ich. Ja, und 5 kann man ja tragen, also. Ja. Oh, hier unten kann man sich kaum fortbewegen, ne? Ja, ja, das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob das an der... Das ist ja eine Stresstest-Beta, ne? Oh, ja. Da ist die Banane mit Schale. Das ist ja ekelhaft. Mal die Waffe... Na, okay, hatte ich nicht noch mehr. So, Marius. So, der neue Kurs stand schon zur Auswahl, ihr müsst noch abstimmen. Jo, komm mal. Messer ist drauf. So, ne. Iwo Jima. Komische Hähnchenkeule. Wo ist Iwo Jima? Warum glänzt denn der Kelch eigentlich so? Hat gerade so geleuchtet. Okay. Ich versuche den nachher mal zu verkaufen. Ah. Also zoom mal wieder ein bisschen rein, es könnte eine kleine sein. Hier ist er. Da ist er. Ja, okay. Wann war es die? Naja, sieht so ähnlich aus. Warte mal. Ups. Tut, 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 tut. Wenn du dir überlegst, dass die kleine Sandbank oben weg sein könnte. Ja, das ist sie, hast recht. Okay. Dann stimmt der Stein auf jeden Fall aus. Der Stein für fein. Okay, wir müssen nach Steuerbord Osten, aber. Wieso darfst du eigentlich steuern? Du darfst auch gerne steuern. Wo muss ich hin? Links, rechts? Steuerrad. Steuerbord haben wir gesagt. Ist das links? Rechts? Steuerbord! Das ist Steuerbord. Steuerbord. Wie funktioniert das beim Backboard? Ja, Christian, wo ist Iwo Jima? Steuer. Nicht Hiroshima, oder? So, muss ich jetzt nur noch geradeaus? Nein. Erstmal der Insel ausweichen, auf die wir dazu fahren. Wollte ich auch gerade sagen. Die sehe ich nicht. Ja, geradeaus, geradeaus. Ihr müsst mich anleiten. Solange rechts muss Leo schnappt. Mach mal ein bisschen Musik. Mach ich doch. Ja, okay. Sehr verlangweilig hier. Ich geh gleich von Bord. Josi, ich geh mal für dich hier Ausguck spielen, ja. Ein Aufwand, Links-Rechts-Anweisung. Rechts, sagt Leo schon die ganze Zeit. Ich mach das schon hart rechts, ich hab nicht gefragt. Oh, Schiff voraus! Schiff voraus! Oh Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun?
Antikanone! Ah, Panik! Soll ich hier weggehen? Wo ist das Schiff? Wo ist bleib mal da. Links! Backbord ist es, links. Zu breit, ist zu weit. Lass weiterfahren. Aber Steuerbord, segeln wir jetzt genau in... Wollen wir da hin zu einer Insel? Nee, leicht Backbord, Josi, leicht Backbord. Nach Süden oder nach Osten segeln wir? Richtung Süden. Ich bin genau auf Süden gerade gegangen. Ja, aber da kommt ein Riff. Riff! Ja, was heißt das übersetzt? Alter, deine Ansagen helfen richtig viel. Ja, ich hab doch gesagt, wir müssen nach Backbord. Ich habe gesagt, leicht Backbord, ja. Das heißt, du musst erstmal einmal noch Umdrehung machen, bis der Goldene wieder oben ist und dann nochmal nach links ein bisschen. Okay, jetzt wieder gerade, aber das Schiff zieht noch eine Weile nach. Das hat eine ganz träge Steuerung, ne? Du mit deinem Bart, ey. Oh, okay, hier ist Treibgut. Anker? Ja, nee, weiterfahren. Wieso? Zu spät. Nee, okay. Ich glaube, dass einfach einer schnell über Bord springt. Ja, und dann nicht mehr aufs Schiff kommt. Ich gebe meinen Steuerposten wieder ab, das war doof. So viel? Wow. Sind nur Bananen drin? Ne, hier sind Holzbretter. Oh, toll, die ist leer. Denk dran, es gibt auch Haie. Hier gibt's was? Just saying. Ja. Waren irgendwo Kugeln drin, Daniel? Nee. Nur Holz. So viele Kugeln. Holz und Bananen. Ich hab Bananen. Ne, ich frag nur, weil ich jetzt voll bin und dann gehe ich wieder an Bord. Ja. Also ich würde wieder ans Steuer gehen, wenn sonst keiner möchte. Hi, Captain. Bitte tu das, Marius. Du bist einfach prädestiniert für diese Rolle. Hi, Captain. Sagen du mal qualifiziert. Darf ich dir noch ein Bein abschlagen, damit du mit so einem Holzfuß hochlaufen kannst? Ich hab schon Holzfuß. Ihr könntet mir aber helfen beim Anker einholen, so. Daniel, du bist doch stark mit drei. Warte, hier. Das hilft, glaube ich, tatsächlich, ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Nee, hab ich aber nicht. Ups, ich hab's nochmal gedrückt. Oh. Okay, ich hab's gedrückt. Serious. Wie drückt man das denn? Wenn du einmal F drückst. Weil es hat angehalten und ich dachte, ich hätte es vorher abgebrochen. Christian, ich glaube, das ist aber ein anderes Zeitalter. Wo müssen wir entlang? Mit der blutigsten Schlacht zwischen Japan und Amerika. Was ist dieses links? Backboard. Backboarded is. Haben wir jemanden im Ausguck oder so? Weil ich stehe vorne, alles gut. Ich stehe vorne. Ja, dann hättest du mir vielleicht mal schon mal sagen können, ja, dass rechts ich gerade muss. Ein bisschen Steuerbord. Weil links ist eine kleine Insel. Das Schiff lenkt träge, du musst mir das früher sagen. Naja, deswegen sage ich es dir sagen, jetzt. Wenn ich wieder gerade soll, also. Und jetzt kannst du wieder gerade lenken. Ich weiß ja nicht mal, wo wir hin müssen. Hier an die Insel links. Ach, die an. Ach so! Ja. Dann kannst du ein bisschen noch einlenken nach Steuerbord. Die kleine, ja. Backbord. Leohorn Anker. Hi. Ich war in Lake Island, sorry. Geil. Man kann auch unter Wasser spielen. Super. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. Holt ihr bitte die Segel ein? Ist keiner mehr an Bord. Ey, wenn der Anker gezogen ist, dann bewegt sich da gar noch Strecke. Dann drehen wir uns trotzdem noch wegen des Windes. Und das dürfen wir nicht, weil wir nicht rückwärts fahren können mit dem Schiff. Sicher? Ja, sicher. Wir sitzen rückwärts fahren. Rückwärtsgang einlegen. Aber schön, dass wir uns jetzt noch zur Insel gedreht haben. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wer schießt denn hier? Hab sie! Ey, Leo! Hier sind Kanonenkugeln! Jetzt nicht mehr. So, das heißt, wir haben noch eine Karte? Ja, eine müssen wir noch haben. Das sind noch Holzbretter. Leo rennt einfach mit der, wie ein vergifteter Affe mit der Truhe weg. Ich kann nichts aufnehmen. Achso, warte mal, wo sind die Fässer? Hier. Da sind Holzplanken und... Hier stehen auch noch Fässer rum.
und Bananen. Ja, Bananen habe ich voll, die ist leer. Juhu, ich habe die Truhe. Ach ja. Ach ja. Es gibt kein Friendly Fire, gib auf, Leo. Komm mal her. Ich schlag dich. Ja, komm mal her. Nee. Ich sehe ein Schiff, aber ganz weit im Nebel noch. Okay. Ich frage, ob es auf uns zusegelt. Ich glaube, es segelt von uns weg. Ja, es segelt weg. Zu kleiner. Christian schreibt gerade im Chat, wenn man uns so zuhört, ist kein Wunder, dass die meisten Piraten gestorben sind. Niemals. Schau dir diese Schätze an. Hört ihr die Musik oder bin ich dafür zu weit weg? Nee, ich hör's. Ich höre die Musik. Okay. Wo bist du überhaupt? Oben im Ausguck. Ah. Was? Okay. Ich komme... Ja, wenn ihr alle das Schiff verlasst, bleib ich wenigstens drauf und beschütze das Ding. Sind die Fässer jetzt alle leer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Guck mal, wo ich bin. Spiel mal weiter. Was ist hier los? Hui. Ey, Bock, halb tot. Oh, ich hab Schaden genommen. Was für ein Beschismus. Beschismus? So, wie esse ich Bananen, Leo? Wir sind noch ein Haufen heute. Du gehst auf die Bananen und dann leg die Maustaste. Der ist die mit Schale? Ja. Ja. Ja, es wird nichts verschwendet. Leg jemals zu. Ey, das Spiel ist ganz schön laut, Josi. Hier gibt's noch bei mir ist das auf normalen Lautstärke. Bei mir gibt's noch Holzbretter und Bananen, also. Keine ich Kugeln verschwenden! Leo! Was? Weil Varus hat verschossen. Ja, als erstes, und dann wusste ich gleich, dass du der Nächste bist. Euch kann man mit nichts alleine lassen. Oh, ich hab gar keine Kugeln. Erstmal alle Waffeln neu beladen. Alle Waffeln? Mensch, Leo, du kannst doch nicht alles verballern, ey. Ja. Ach so? Ach ja? Ach ja? Wegen dir verballer ich jetzt alles. Wo sind denn die Kugeln? Hier, also hier unten die roten Fässer. Ah. Lad mal die Kanone nach, die ich da verkackt habe. Oh, es gibt wirklich gar kein Friendly Fire. Gerade, ne? Habt ihr schon nachgeladen? Ich hab grad schon... Ach ja, stimmt. Irgendwo müsste hier eine Kiste mit Waffen und Munition stehen. Ja. Habt ihr jetzt alles Übrige vom... von den Inseln geholt? Nee. Kackmate. Ausgerechnet ihr seid alle drei vom Hier schwimmt Nemo mit seinem Vater. Höchstpersönlich. Töte sie. Was? Ist sie ganz auf. Hier sind immer noch Holzbretter. Oh Gott, lecker. Ja, wir brauchen ja nicht. Die Skelette eigentlich nur im Dunkeln? Nee, ne? Nee, das ist egal. Die kommen immer. Immer und überall. So. So, wie ist denn der Wind? Das ist natürlich sehr kacke. Der kommt von Backboard. Aber wir brauchen erstmal eine neue Karte. Ja, wir müssen jetzt die Kisten abgeben. Der könnt ihr bitte mal serious sein? Neue Karte. Der Kelch hat doch gerade schon wieder geleuchtet. Das bilde ich mir doch nicht ein. Ja, weil du ihn benutzen kannst. Du kannst interagieren damit. Achso. Hast du ihn jetzt zerschossen? Der steht bei mir immer noch da. Alles klar. Kann mal der Letzte noch bitte seine Karte hier raufhauen? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe noch das Blut eingesammelt. Wo ist denn eigentlich mein Inventar? Achso. Okay. Mit Q, Q ist dein Inventar. Aber. Oh, die haben das Loch rausgepatcht. Loch? Gerade. Ja, man konnte hier aus der Kapitänskajüte so seitlich raus. Achso, okay. Okay, er sagt mir, mein Fahrkarteninventar ist leer. Also man kann gar nicht mehrere Karten horten oder so, wa? Nee, jeder von uns hatte eine Karte. Ja. Aber ich kann hier keiner Fahrt zustimmen. Nee, du musst deine Karte hinlegen. Ja. Aber wie ging das nochmal? Ja, ich glaube automatisch. Auf geht's! Ich gehe schon wieder unten. Ich guck mit. Jetzt habt ihr aber nicht die übrigen Bretter eingesammelt. Es ist Banana Island. Wieso seid ihr so verschwenderisch? Ich hab's gefunden! Cutlass K! Auf geht's! Oh, ist doch gleich in der Nähe, wa? Ja, und wir sind auch richtig ausgerichtet. Ja, nur dass die Insel zwischen uns und der anderen Insel steht. Okay, dann hol ich mal das Ding ein und... Äh.
Das sieht gut aus. Kannst schon wieder gerade lenken. Jo, wir müssen Richtung Norden. Also dann... Los! Hart Steuerbord! Steuerbord! Hier, Taubenzeug! Was? Hart? Achso. Nicht aus! Falsches... Schlafzeit! Nee, falsches Lied. Wo ist mein Lied? Dreht die Segel in Wind! Kinders! Schreiben wir überhaupt gerade richtig? Ich geh mal kurz an die Karte. Ich war jetzt gerade im Norden, wie gesagt wurde. Ja. Fahrt aufnehmen! Wir müssen Backbord Nordwest Richtung Nordwest zwischen den Steinen. Zwischen den Steinen durch? Ja. Geradezu ist ein Stein. Ja, ich weiß. Den sehe ich diesmal, wie die Segel richtig stehen. Kein Ding! Weiter Backbord! Noch weiter Backbord! Noch weiter Backbord! Weiter Backbord! Weiter Backbord! Der Wind ist so unmöglich, den kann man gar nicht einfangen. Und jetzt geradeaus. Das musst du früher sagen, ich habe nämlich schon gelenkt und jetzt fahre ich geradeaus. Weiter geradeaus. Wir steuern direkt noch zu. Das kleine Ding ist es schon hier, oder was? Ja, es ist nur so eine Halbsichel da, die Insel da. Ja. Okay. Halbsichel? Eine Sichel ist das schon, eine Hälfte. Cutless Day! Wir sind da! Leonardo! Los! Schnell her! Daniel, du bist ready für den Anker? Ja. Auf mein Kommando. Dauert aber noch einen Moment. Anker lichten, Segel einholen. Nee, ich geh mal ins Falsche. Hui, es dauert auch gar nicht lange, das Ding einzuholen, ne? Hä? Das gibt's gar nicht. Wir müssen eigentlich nur auf Hui hören und dann können wir eigentlich schon wieder das Segel aus. Lohnt sich das überhaupt, den Anker zu lichten? Ja. Achso, mal gucken, was ich hier an. Du bist das Segel hier immer noch draußen. Naja, weil Leo schon Hui gerufen hat. Der trotzdem. Gibt's noch einen Haufen Bananen und. Das gehört dazu. Dass wir das Ding eingeholt haben, ist doch Leo schon wieder da. Nein, die Kiste müssen noch die ganze lange. Insel leer machen. So. Kanonenkugeln. Noch mehr. Mehr Stuff. Ich brauche mehr Stuff. Wir klingen alle wie eine billige Piratenkopie. Oh, oh. Ach ja. Wer sagt das? Ach ja. Sagt Simmy. Flander Outpost müssen wir wieder randern, ne? Ja. Das heißt, wir müssen komplett einfach nur nach Westen. Aus irgendeinem Grund kann ich die. Ach so, der Segelwinkel ist das Extrarad. Jetzt traf ich's auch. Ich kann meine Füße nicht sehen. Captain! Ich kann meine Füße nicht. Uns wurden Schatztruhen geklaut. Was? Ich hab doch gehört, wie du sie umgeräumt hast. Ich sehe nur noch zwei. Naja. So. Schön ineinander gebackt. Prima. Das war Leo, der hat die ineinander gestellt. Ich hab gehört, wie er rumgeräumt hat. Hab so, Ankerlichten. Du bist so eine richtige Petze, Daniel. Ey, der Mike, was du keine Geschwister hast. Der war's, ich hab's genau gesehen. Hier sind noch Holzplanken.
Holzplanken! Ist der Anker schon oben? Nee, ich hoffe nicht. Sind wir alle drei an Bord? Nein, alle drei. Alle drei. Ich bin die Einzige, die an Bord eigentlich du ist. Du bist der die Einzige? Nein, der Einzige. Hier sind noch weiter Banane. Ich komme. Ich war deswegen so blöd, weil wenn die Mitspieler weit genug weg sind, verschwinden die Namen. Und ich habe gerade überlegt, wer da über unsere Insel springt. Kann keine Bananen mehr tragen. Nein. Dann ist eine. Ich kann das nicht. Das wäre Verschwendung. Geht das? Nom. Hab's. Ja. Ach, geht wirklich. Danke, Leo. Hast du jetzt die letzte Banane genommen? Oh. Ja. Oh, ich habe noch eine gegessen. Verschwendung! Mein Typhus hat angeschlagen. Typhus. Leo, dreh dich mal um! Den kann man bestimmt auch essen. Oh. Ach ja? Komm mal her. Wasserschlacht! Wie macht ihr das? Mit dem Eimer. Den Eimer nehmen und dann Eimer mit links voll machen. Wo ist Marius? Steuer. Serious Marius ist serious, wollte ich sagen. Aber dann habe ich deinen Grog gesehen. Hier, hab Wasser. So, Ankerlichten. Wir haben jetzt. Wie geht denn das Lied von Captain Blaubeer? Das versuche ich die ganze Zeit wieder auf die Reihe zu kriegen. Weil da geht es am Anfang nämlich auch Ankerlichten. Und dann kommt irgendwas vor. Nein. So, wo müssen wir hin? Nach Westen jetzt, oder wie? Ich hab schon den Kurs bestimmt, alles gut. Och, Marius. Ich hasse euch. Hat Marius gerade gesagt. Einmal Großarbeiten, denkt er sich. Nee, aber während ihr lootet, kann ich da was Sinnvolles machen. Hab die Segel eingestellt, hab den Kurs bestimmt. Ja, aber du machst immer die spießigen Sachen. Ja. Ja, die Segel sind aber in die falsche Richtung. Nein, sind sie nicht. Sobald wir den Kurs korrigiert haben, sind sie in die richtige Richtung. Ah, okay. Allein in der Winterzeit eben gedreht. Könnte sein. Ich drehe mal. Aktuell gar keinen Wind, ehrlich gesagt. Ja. Doch, Wind ist genau von hinten. Von hinten? Nee, von vorne nach hinten. Leo, du stehst vor dem Kompass, verpiss dich. Also. Nee, ich kann nichts machen, ich schunkel grad. Nur Saufnasen hier unterwegs, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ihr könnt übrigens Escape drücken, dann auf meine Crew gehen und bei Leo dafür stimmen, dass er ins Schiffgefängnis gesperrt wird oder für zu trinken. Echt? Ach ja. Ja, einfach mal Escape drücken. Dann auf meine Crew. Ich schick euch alle die Brick. Bei AK Mighty Mitch für einsperren auf Jahr gehen. Ich schick euch in die Brick. Ja? Ich sehe, dass einer von drei abgestimmt hat, aber. Ja, du musst auf Jahr gehen. Ach, da. Geil. Das geschieht ja recht, Junge. Ach ja. Kotzt jetzt hast eigentlich da Grog weiter? Noch? Hast du deinen Grog noch im Inventar? Er kotzt auf jeden Fall noch. Ich höre ihn kotzen. Daniel, ich brauch dich hier gleich oben. Ja, Josi, wo bist du? Cleo. Ja, mich brauchst du ja nicht. Ich bin hier unten. Doch, aber Daniel ist gerade nach unten gegangen. Ich komme, warte. Ja, ich auch. Komm mal ein bisschen näher ran, ich hab Bananen für dich. Ihr seid so kacke, ne? vor uns ist eine riesige Insel, das ist nicht der Outpost, ne? Komm oder schon. Doch? Nicht? Nee, warte, ich guck mal. Muss eine Mindestzeit absitzen. Nein, ich glaube. Doch. Doch, Bug. Dann müssen wir ist nach. Doch richtig, aber wir müssen von rechts ran. Dann müssen wir Steuerbord, ja. Ein Stückchen. Oh Gott, das klingt cheap. Das ist geil. Ich mach meine eigene Party mit Disco-Licht. Oh, bei Josi höre ich, wie hier schief gespielt wird von Leo. Jo, und immer gerade aus erstmal.
Hol schon mal das Bugsegel ein. Jetzt geht das auch noch mit Bug und Heck und irgendwas? Ja. Ist serious? Das ist ganz schön anstrengend, Daniel, so habe ich mir das nie vorgestellt. Ja. Ich bin ja, dafür bestimmt für Marius, dass er ins Gefängnis geht. Nein. Kann man eigentlich mehrere Leute einsperren? Können wir uns alle einsperren? Was ist, wenn nur noch zwei da sind? Platt das Aufbrust. Lass mich hier raus. Kann mal einer von euch bitte Leo rausholen? Die Wände kommen näher. Ich geh mal. Achso, wir müssen nur für Freilassung stimmen. Wir müssen nicht runter, wie es scheint. Oh, okay. Das sag ich ja. Ich hab keinen Grog mehr. Josi, bist du ready für den Anker? Bist du ready für den Anker? Ich steh da, ja, okay. Okay, noch nicht. Ich gehe auf das weiße Licht zu. Bist du jetzt eigentlich resettet worden oder ist die Tür unten einfach aufgegangen, Leo? Ich sehe ein weißes Licht. Ich sehe nur weißes Licht. Anker. Alter, das war aber ein bisschen knapp. Bin ich noch bei euch an Bord? Mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Das Schiff geht von alleine zurück, aber es war trotzdem viel. Oh Gott, Platsch. Leute, ich glaube, dann haben wir ein leichtes Leck jetzt unten. Nö, von außen sieht alles gut aus. Oh Gott, hier läuft alles voller Wasser. Oh Gott, okay. Wir müssen reparieren, dafür ist das ganze Holz da. Genau, jetzt schnappst du dir Bretter und dann... Der Captain hat versagt. Das ist, glaube ich, nur ein Leck. Ja, aber da kommt mächtig Wasser rein. Ja, wir müssen... Schiff spenden! Ja, den Eimer in die Hand. Ich hab nichts aufgenommen. Wer hat denn gerade das Wasser hier gegen den Schiffsrumpf geschöpft? Ich weiß nicht. Sind wir schon da? Ja, war jetzt seefahrertechnisch nicht meine beste Leistung, aber wir sind immerhin da. Meine beste Wer Leistung. Ist denn schon mit der einen Kiste hier getürmt, die ich hier hingestellt habe? Was? Welche Kiste? Also Leo war's. Ich weiß nicht, von welcher Kiste du redest. Es kann ja wieder nur einer gewesen sein. Verletze ich mich jetzt hier? Nee, ging grad noch. Ich sehe nicht, wo die Quelle des Wassers sein soll. Ja, ist schon mal schon geflickt, wenn ich mich nicht... Ja, ich hab die schon geflickt. Das Loch. Ohne L. Hihihi. Was? So, und jetzt alles zu gleichen Teilen? Du kriegst es automatisch, ja. Hat jeder jetzt eine Truhe mitgenommen oder ist hier noch eine? Ich bin noch an Bord. Muss noch einer sein. Ja, das. Naja, es waren noch zwei. Da ist jetzt noch eine Truhe an Bord. Also in letzter. Überall Demos und Marlins. Den letzten Stream, den ich gesehen habe, da hat da einer irgendwie Gold ansehen, 23. Also ihr wisst, was zu toppen gilt. Ich würde mal versuchen, den antiken Kelch loszuwerden. Gold ansehen, ja, mal. Also eine Truhe ist ja noch. Habt ihr gerade 85 Gold bekommen? Ja, es wird aufgeteilt für jeden. Wo sehe ich das? Oben rechts. Oben rechts. Mir fällt gerade auf, es könnte sein, dass du mein Stream Overlay hast. Also ich habe jetzt, wenn ich Escape drücke, habe ich 214 Gold. Ja, genau. Wer will hier meinen Ding jetzt... Ah, oh, man kann den antiken Kelch verkaufen! Wow, 10! Wow! Habt ihr auch was bekommen? 10 für jeden. Ah, naja, das ist ja nicht so schlecht. Vielleicht bist du einfach zum falschen Händler gegangen, Daniel. Du darfst nicht immer das erste Angebot annehmen. Ja, stimmt sogar. Kauft ihr jetzt Karten direkt bei dem Typen? Jo. Jo. Sagt mir, wenn ich eine Karte kaufen soll. Wir müssen alle, glaube ich, eine kaufen. Müssen wir nicht, zwingend, aber... Ja, aber wir müssen ja nicht dieselbe kaufen. Ich glaube, das stimmt, ja. Das unterscheidet sich doch immer, oder? Ja, also ich glaube, wir können... Come again. Wir können immer die für 0 mitnehmen. Oh. Schauen wir mal an. Sorry. Leo. Ganz hypothetisch, wir würden jetzt alle die Karte für 68 Gold kaufen. Haben wir dann alle dieselbe Karte? Oder? Nee, gleiche Prinzip wie eben. Drück mal Tab. Ein Captain oder so hat immer mehrere Schätze versteckt. Also die sind schon alle verschieden. Ich hab mal also kann ich die jetzt alle kaufen? Ich habe jetzt mal die für 34 gekauft. Wir können das... Ich habe alle geholt. Wir können das mit Tab vergleichen.
Ja, ich habe auch alle geholt. Okay, ich auch. Nee, jede Karte ist einzeln. Das ist ein neues Abenteuer. So, und dann gucke ich mir noch diesen übertriebenen, geilen... Gute. Also Waffen kosten ein bisschen mehr. Die gehen so bei 900 los. Ja. Ups, ja. Ich überlege gerade, wo ich hätte den Kelch vielleicht für mehr verkaufen können. Ist...